Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Folge von Green Hell. Jetzt hätte ich schon beinahe wieder Forest gesagt. Forest. Ah, Mann. Ich habe zu viel The Forest gespielt. Deswegen musste ja mal einen anderen Survival-Game her und jetzt ist es Green Hell. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Upsala. Ich brauche jetzt Fett. Also irgendwas müssen wir finden, was Fett bringt. Was bringt nochmal Fett? Nüsse oder sowas, ne? Ja, auch. Was noch? Das ist... Ich guck mal schnell. Ich laufe jetzt in Richtung Süden von unserer Base aus ein bisschen. Also so ein bisschen zwischen Südosten. Jetzt wieder gut übrigens, eigentlich. Einigermaßen, ja. Also diese Proteine hat mir ja wieder richtig was gebracht und Lebensmittelvergiftung ist halt weg. Deswegen geht mein Leben nicht nach unten. Aber es ging stetig nach unten die ganze Zeit. Das war ja mein Problem. So. Deswegen konnte ich auch nicht schlafen, weil sonst wäre ich im Schlaf gestorben. Bin ich durstig? Sagt er zumindest. Verstehe ich jetzt nicht warum, weil gerade eben war das doch nicht so. Es geht. Also da habe ich, fehlt mir mehr Fett. So. Kann ja mal die da nehmen. Und dann kann ich ja mal ein bisschen normal schmutziges Wasser trinken. Habe ich zwei Parasiten. Jawohl, aber die bringen machen ja Essen. Essen. Nein, ich habe eine Made gegessen. Ich voll. Die kannst du, wenn du nur essen, wenn du sie kochst halt. Ja, ich habe aus Versehen, ich wollte einen Pilz essen. Habe ich jetzt noch einen Parasiten? Ich glaube nicht, ne? Sehe ich das, ob ich irgendwo einen Parasit habe? Weiß ich jetzt nicht. So. Das ist jetzt aber... Was denn? Hä? Ah ja. Nehmen. Lauf mal den Fluss runter. Ich folge mal dem Fluss hier. Was da so ist. Ja, aber ich habe jetzt eine Schürfwunde. Ja. Und ich habe einen Verband. Aber wie kann ich jetzt den Verband an die Schürfwunde tun? Du musst wahrscheinlich halt wieder deinen Rucksack auswählen. Und dann, warte, wie war das? Tab? Dann dieses Untersuchen. Und dann halt deinen Verband nehmen und drauflegen. Ja, den Verband kann ich ja dann gerade nicht nehmen. Ach so, doch, stimmt. Stimmt, so geht's ja. Warte. Stimmt, ja, geht. Scheiße. Ey, das, ich trau mich gerade da nicht. So. Jawoll. Stellen. Herstellen. Blöde Schlange. Schauen wir mal, ob was man mit Schlangen craften kann. Nur Fleisch. Ich habe anscheinend Schlangenfleisch. Schauen wir mal, was das bringt dann. Mal gucken, wo ich da ankomme. Ich darf aber nicht den Weg verlieren jetzt. Wo bin ich denn hier jetzt? F. Kein Platz. Nee, ich laufe hier den Weg entlang und dann laufe ich den Weg wieder zurück. Weil wir haben uns jetzt mal die Koordinaten von unseren... Uah! Schlange? Ja. Ist schon tot. Blöde Kuh. Hat mich aber nicht erwischt. Ich habe sie zuerst gesehen. So, das ist ein Vogelnest, das ist nicht schlecht. Aber Gott sei Dank, unsere Pflanzen verschwinden nicht.
Das muss ich sagen, einen Respekt hätte ich nicht erwartet. Ja, schauen wir mal, was das Essen. Unbekannte Frucht. Ach, gut geht. Ein bisschen Bangel. Oh, eine Höhle. Neue. Guck mal, ich gehe mal langsam rein. Uah, da ist schon ein Skorpion. Mal noch so ein Molinaria-Blatt am Pflanzen. Also wo du die Verbände herstellst. Das ist geil. Das ist eine gute Idee, ja. Wenn Jetzt ich habe das ich's. kann. Ah ja, kann ich da gar nicht. Okay. Da musst du vielleicht mal erstmal so entweder trocknen lassen oder sowas war das, glaube ich. Warte mal, jetzt habe ich Blüten. So. Die Steinaxt dabei? Ja. Oh, nice. Bin nur so vorsichtig überall. Fasern. Also, das Abbauen ist noch ein bisschen merkwürdig. Das funktioniert nicht so richtig. So. Muss mal gucken, irgendwas hat doch Energie gebracht, manchmal. Kohlenhydrate. Oh, die unbekannte Frucht macht minus zwei Parasiten. Das ist ja mal nice. War die länglich? Ja, keine Ahnung, so ein bisschen. Nee, nicht, also nicht heftig, eigentlich rund. Also nicht so tragisch. Okay. Gut, Energie bringt mir jetzt nicht so viel. Schade, dass es kein Button, also es kein Knopf gibt, wo man sich ausruhen kann. Also. Oh Scheiße, ich werde in Ohnmacht fallen. Du liegst irgendwo, du musst warten. Muss mich hier kurz hinlegen. Schlafe ganz kurz, nicht lange. Aufwachen. Unruhiger Schlaf, geistige Gesundheit minus 2. Bin ich, sag mal, bin ich zu schwer oder was? Warum kann ich denn nicht rennen? Ich kann gerade nicht rennen, ich weiß aber nicht warum. Ach, Ach, ich deine bin. Ausdauer. Nee, ich bin zu schwer. Schmeiß mal einen Knochen weg. So. Ja, dann muss ich schnell zurückkommen. Ich weiß nicht, warum ich jetzt wieder keine Ausdauer hatte. Eigentlich habe ich da voll drauf geachtet. Ja, dann werde ich wieder zu schwer sein, oder? Ich bin nicht da zu schwer. Was schmeiße ich denn jetzt weg? Ein paar Steine. So. Brauchen unbedingt irgendeine Kiste oder sowas. Oh ja. So, meine Ausdauer, wie schnell die runtergeht. Oha. Meine Frucht, die ich gehabt habe. Voll viel Fett und voll viel Kohlenhydrate. Welche Frucht hattest du denn? Ist eben so eine längliche. Ah, ja, gut, jetzt habe ich irgendwas. Ich habe einen Wurm. Alles klar, na toll. Da können wir jetzt probieren, ob wir das mit die Haken runter tun können. Ja, das stimmt. Aber ich komme erstmal, bevor ich das mache, komme ich erstmal schnell wieder ins Dorf. Ja. Ich war aber noch nicht in der Höhle, also ich war nur am Anfang der Höhle, aber ich muss dann wieder rausgehen wegen, ja, wegen meiner Ausdauer halt. Ist gerade voll die Aufgabenteilung. Nein, ich will nicht den Stock. Den Stock. Muss da lang. So. Ah, ich sehe dich sogar. Du da hinten rumläufst. Hui.
Ding immer noch nicht fertig, Mensch. Wo bist du denn? So. Oh mal. Denke ich erstmal ein bisschen was. Jetzt gucke ich mal, ob ich da was machen kann. Und zwar, so, und untersuchen. Habe ich hier einen Wurm? Kann ich hier? Oh nein, kann ich nicht. Okay, das geht schon mal nicht. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Der Wurm wird mich jetzt killen, glaube ich. Warum? Ja, weil ich nicht weiß, wie ich ihn rauskriege. Das geht anscheinend nicht mit dem... Ja, warte mal. Wo ist denn der Wurm? Ja, du hast wieder was verbrennen lassen, Mensch. Das ist unsinnig. Da ist auch was verbrannt. Kann ich auch zerstören. Nee, aber ich habe nichts draufgetan. Wirklich nicht. Ich habe nichts draufgetan. Das warst du. Wo ist denn der Wurm? Oh, ich tue mal zweimal. Und bei dem Arm. Linker Arm. Da. Nicht da irgendwas? Nee. Ja, jetzt bin ich gerade unten. Fuck, jetzt habe ich nicht drauf geachtet. Nein, es ist nicht gut. Ich muss mich kurz waschen gehen, schnell. Waschen? Nein, ich wollte kein Leben nehmen. Waschen. Kratze Schramme. Perfekt. Hä? Nee, ich muss mich zweimal waschen. Na? Ja, perfekt. So. Achso, ich habe Lehm aufgenommen, deswegen können wir jetzt haufenweise Lehmzeug machen. Ja, wie kriege ich deine Parasiten weg? Ich sehe es nicht ganz. Ja, aber du hast doch auch so einen Knochenhaken, oder? Ja, den habe ich, ja. Ja, dann mach das doch mal mit der Lupe und dann führ den Haken mal dahin. Geht nicht. Da passiert nichts. Ich kann da nichts hinführen. Parasit da. Nee, Parasit ist das Magen. Parasit, ja stimmt. Wurm. Wurm mit einer Knochen- oder Fischnadel entfernen. Schmerzhaft und die geistige Gesundheit leidet. Hä, da steht doch. Müsste doch gehen, oder? Geht nicht. Aber das steht doch da. Oh lol. Hm. Mit den Knochennadeln, nicht Knochenhaken. Ach so, okay. Okay, krass. Muss ich das dann noch abbinden oder? Oder reicht es, wenn ich das nur raushau? Oder muss ich das nur verbinden? Hm? Weil der zeigt mir immer noch an, als hätte ich irgendwas, aber... Schau mal. Ah ja, ich muss es dann auch noch verbinden. Okay. Ich kipp gleich wieder in Ohnmacht. Könntest du bitte kurz? Weil ich bin gerade in... Oder warte, vielleicht schaffe ich es. Na, verdammte Axt. So ein Blödsinn. Warte, wir haben doch da noch die Blätter. Aber ich hab's geschafft. Einen Parasiten loszuwerden. Ja doch. Nee, Parasiten Wurm. Nicht. Wurm. Da schau mal, da liegt der Verband auf dem Boden. So, waschen. Welcher Verband? Wieso? Ja, du hast doch gesagt, verbinden musst du es. Hab ich doch schon. Ich hatte ja Verband dabei. Ach so. Ah, nehme ich ihn mit. Was heißt denn die Hand über der Uhr? So, dass ich verbunden bin. So, ich leg mich jetzt mal schlafen. Weil es ist eh relativ zeitig. Es ist 20 Uhr, perfekt. Ja gut, 4 Uhr. 4.30 Uhr geht, oder? Ja. Ich muss dann erstmal bis sie Essen suchen. So. Was fehlt mir jetzt alles? Oh, Wasser. Ich muss trinken. So. 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 Bist du trinken voll? Und dann trinke ich den Rest auch noch. So. Fast voll bin ich. Trinken. Passt perfekt. Dann haben wir Trinken schon mal hochgejagt. Oh, mein Fleisch. Okay, jetzt, das war ich. Okay. Okay, das war ich. Hören.
bestätigen. Ja, Fleisch vergesse ich immer. Das ist... So, ich hau da mal das Fleisch drauf. So. Was ist jetzt eigentlich mit dem Trocknen? Jetzt war es wieder ein paar Stunden. Da, getrocknet. Ich esse das jetzt. 52 Proteine, 14 Fett. Oh, geil, das muss ich schnell essen. Wow. Wo sind... Ach, da. Holy shit, also getrocknetes Fleisch bringt richtig was. Ja, jetzt geht's mir auch wieder gut. Also, wir können echt Fleisch echt oft trocknen, aber du darfst es nicht runternehmen, weil es sonst dann sofort schlecht ist. Ja. Das heißt, Fleisch, wenn man ein bisschen was Fleisch hat, vielleicht echt hinschmeißen und trocknen. Ja, ich gehe dann mal wieder jagen. 12 Proteine. Ist das einfach auch mal. So. Und was sagt die Uhr? Oh, nice. Vielleicht jetzt noch eine Banane essen? Und was sagt die Uhr? Noch eine Banane essen? Nein, nicht sammeln. Oh, ich bin so doof. Ja, gut. Essen. Wozu braucht man dann die Haken eigentlich? Kann man dann vielleicht irgendein Fischernetz oder Angel machen? Weil welche Angel, Haken sollten das sonst sein? Nicht kombiniert werden. Wozu braucht man einen Knochenhaken? Verstehe ich jetzt nicht. Ja, ich hab schon mal gemeint, vielleicht irgendwie Angel oder so. Ja, ich auch, aber ich kann den Knochenhaken mit nichts kombinieren. Also selbst wenn ich nur den Knochenhaken drauflege, steht da, dieses Teil ist nicht kombinierbar. Hm. Das wundert mich, ja. Mache Fackel. Weiß nicht. Aber es läuft jetzt richtig gut. Ja, richtig gut würde ich jetzt nicht sagen. Es läuft gut bis jetzt. Also bis jetzt kann ich mich nicht beschweren. Nee, es geht nicht. Seil vielleicht? Noch ein Seil? Nee. Ich probiere gerade nur ein bisschen aus. Ich habe Bananensamen, also ich könnte auch eine Bananenpflanze einpflanzen. Ja, dann, die musst du wahrscheinlich in das große Ding, was ich eben gerade baue. Da brauchst du erst noch Holzscheitel. Nö, also beim rechten ist nichts drin, da könnte ich was reintun. Echt, geht es da? Weiß nicht, ob es das geht, aber... So, nee, ist das so ein kleines Ding oder was? Und das ist ein großes? Ja, genau. Ach so... Okay, was kann man mit dem Kleinen reintun? Ah, da wollte ich noch was probieren. Dann tue ich da nochmal so eine Tabakblüte rein. Okay. Ja. Dann organisiere ich mal ein paar Holzscheitel. So. Das waren dann wohl Ameisen. Na? Nee, komme ich nicht durch. Laufe ich da lang? Da haben wir welche. Hacke, 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 Hacke. Perfekt. Holzscheitel, Holzscheitel. Du, 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 du. Jetzt brauche ich nochmal zwei. Ah, ich muss mich untersuchen. Ob irgendwas? Ah ja. Gut, Igel. Weg mit dir, weg mit dir. Oh Gott. Was? Jo, ich bin die Schlange reingelaufen. Oh, shit. Ja, aber jetzt haben wir ja eigentlich... Ja, aber du brauchst so einen Anti-Gift-Verband und ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, wie man das herstellt. Also einen Anti-Gift-Verband weiß ich leider echt noch nicht.
Irgendwie mit Tabak, aber ich weiß nicht, wie man das verbindet. Das ist mein Problem. Ich weiß, dass es Tabak und ein Verband ist, aber die kannst du irgendwie nicht kombinieren. Ich verstehe es nicht, warum. Keine Ahnung. Musst du den Tabak vielleicht die Blätter irgendwie kleiner machen? Die habe ich auch schon versucht. Ich habe sie getrocknet, ich habe sie alles Mögliche. Krieg's nicht hin. Stupid piece of shit. Verdammte Axt. Im wahrsten Sinne des Wortes, verdammte Axt. So. Ein Seil. Ach, und dann konnte ich ja. Nein! Jetzt habe ich den Knochen weggeworfen, ne? Oh, den wollte ich auf die Axt verwenden. Mist. Ja, dann muss ich nochmal eine Steinaxt machen. Hilft nix. Komm, danke dir. Ich wollte nicht die unbekannte Blume, ich wollte das da. Aber da waren irgendwelche Fliegen, das heißt, irgendein Kadaver war da. Vielleicht krieg ich da. Tabakverband, geht doch. Wie hast du das gemacht? Ja, einen Verband gemacht und da dann eben die Tabakblätter drauf. Das ging bei mir nie. Vielleicht weil du nur die Blätter hergenommen hast. Nee, ich habe einen Verband hergenommen. Kriegen wir jetzt? Kann man irgendwas gegen Fieber eigentlich? Weiß nicht, gibt's bestimmt was. Wie hast du das jetzt gemacht? Weil wenn ich jetzt. Ach so, weil ich nur getrocknete Tabakblüten habe. Ich habe gerade gar keine ganzen. Also hier haben wir schon mal. Zerstören. So. Bananen drin. Was sagt die Uhr denn? Ich brauche immer noch Fett. Also Fett ist schon ganz schön mager, ne? Pass, okay. So, ich lege mich nochmal kurz hin. Jetzt hat es ganz schön geruckelt. Was ist das? Dorben. Zerstören. Wenn du irgendwas Verdorbenes hast, bitte gleich zerstören, weil das bleibt auch liegen ewig lang. Kann das aber irgendwie immer nie zerstören. Doch, doch, das kannst du schon zerstören. Ich gehe mal auf St zerstören und es passiert nichts. Nee, du musst dann auf Zerstören gehen und dann, wenn du auf Zerstören bist, noch nach rechts zum Bestätigen. Ach so, okay. So, ich lege mich nochmal kurz hin. Damit ich Ausdauer habe und dann erst gehe ich nochmal in die Höhle oder sowas. Oder halt irgendwo anders hin. Schnell dann so eine Wunde auf einmal heilt, ne? Bist du nicht mehr vergiftet? Hat es funktioniert? Ja. Boah, geil. Hammer, Hammer. Dann sind die Tabakpflanzen wertvoll. Wenn wir die haben. Aufwachen. So, perfekt. Dann gehe ich noch mal los, okay? Ja. Ich suche da mal noch mal ein bisschen in der Nähe nach so Pflanzen. Ich bin in diese Richtung gegangen. Erstellen. Hier ist doch irgendwas. Ja, doch, die fliegen. Ja, da hinten liegt Kacke. Ach so. Okay. Die will ich nicht haben. Genau da lang muss ich. Wie gesagt, am Fluss entlang. War das? Wow, kleine Ruckleimer. Wollen wir das hier runter? Dann hier links. Hier gerade. Oh, gut, die Pilze nehme ich mal mit. Die sind nicht schlecht. Parasiten nehme ich die Pilze mit. Oh, ich bin jetzt wieder endgültig kerngesund. Aufwachen.
wie gesagt, also diese Mini-Ruckler da, die sind Standard. Also die habe ich auch am Computer. Das hat nichts mit euch bei YouTube zu tun. Ich habe Harz. Vielleicht kann man damit mal was machen. So, ich bin... Oh Gott, ich darf nicht überfüllt werden. So. Okay, aber der Speer, den ich hier fallen lassen habe, ist despawned. Okay. Obsidian. Oh, Alter, hat mich gerade gerissen. Oh, da stand wieder Skorpion, aber der ist schon tot. Oh Gott sei Dank, den habe ich ja schon gekillt. Okay, da ist wieder Eisen. Ich weiß nicht, wie wichtig ein Eisen in dem Game ist. Und das Abbauen ist ein bisschen complicated. Irgendwie reagiert er immer ganz blöd. Bin wahrscheinlich dann wieder zu schwer, oder? Irgendwie baut der das... Shit. Toll, jetzt ist die kaputt. Seriously? Gut, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Vielleicht bin ich dann nicht. So. So. Achso, das geht ja nicht. Ich muss ja erstmal. Stein, Stein. Herstellen. Beinklinge. Dann kann ich nochmal in die Herstellung gehen. Stock, Seil, Klinge, Steinhacke herstellen. Und dann probieren wir es nochmal auszuhacken. Kann es sein, dass ich hier schon war? Oh, deswegen geht's nicht. Nee, ich hab den. Nö, das geht nicht. Also, ich krieg irgendwie kein Eisenerz mehr hin. Schade. Okay. Kann ich so oft draufhauen, wie ich will. Macht aber nichts. Ich gehe einfach mal ein bisschen weiter. Also Fett fehlt mir komplett, ne? Wie tust du denn dein Fett? Ich glaube Fleisch auch. Ja, getrocknetes Fleisch bringt gut Fett, das stimmt. Aber habe ich ja zurzeit nicht so wirklich. Sonst, ich glaube, waren ich auch teilweise Früchte. Wüsste ich jetzt nicht welche. Von diesem Weg aus, sagen wir mal. Ich bin jetzt bei diesem Weg und laufe Richtung Osten. Mache ich jetzt. Papagei geht nicht. Boah, geil. Alter, wenn du das sehen könntest. Du würdest sofort sagen, dass wir den Platz wechseln. Da ist so ein geiler Wasserfall. Und richtig sauberes Wasser anscheinend. Okay. Ja, merkt es halt mal. Vielleicht so als Zweitstelle oder sowas. Weil wenn... Oh, Alter. Wow. Wow. Okay. Nee, also ich muss ehrlich sagen, wir nehmen das als noch eine Basis, weil hier wohnen ist hammergeil. Ich fange hier schon mal an zu bauen. Okay. Ja, aber schön bauen. Ja, ich baue immer schön. So, bitte. See. Rucksack, Tagebuch.
könnten da ja von mir aus mit Lagerkiste. Wir haben eine Lagerkiste. Ja, aus Lehm. Das mache ich jetzt dann gleich, dass ich ein bisschen Lehm sammle. Ach so. Soll ich hier auch mit Lehm bauen? Oder eher? Ja, da können wir ja dann ein Riesen-Lehmhaus hinbauen. Riesen-Lehmhaus. Ja, das ist halt nicht so leicht, ne? Eine Lehmdusche sogar. Was für Scheiß. Müssen wir hier so ein neues? Hüttenunterstand. Lager, kleines Setzplatz, großes Setzling. Okay. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich baue aber trotzdem erstmal nur. Ich baue mir erstmal ein normales. Also ein Steinring erstmal. Großer Stein. Oh, das wird schwer. Vielleicht baue ich doch erstmal nur ein Feuer. Kann man irgendwas löschen? Wenn ich irgendwas bauen will? So cool, ja, demontieren. Ah ja. Der Rucksack. Sammeln. Jetzt brauche ich zwei Stecker. Was ist mit dir? Ich brauche zwei Stecker. Mir zwei Stecker. Danke dir. Stock. Und Stock. Da ist noch ein Stock. Da ist noch ein Stock. Das ist noch ein kleiner Stock, den kann ich auch gebrauchen. Das ist auch noch ein kleiner Stock. Kleiner Stock. Kleiner Stock. Perfekt. Genau, und dann muss ich mir gleich wieder einen Schlafplatz bauen. Weil ich eh schon wieder gut müde bin. So. Palmenblätter. Hier da. Euch benötige ich. Ich brauche ganz schnell euch, weil meine Ausdauer wieder unten ist. Das ist echt krass. Also ich merke, ich habe mich ja voll geladen mit Ausdauer, bevor ich losgelaufen bin. Und bin jetzt wieder leer. Also das geht ruckzuck, ne? Aber das könnte auch daran liegen, dass ich kein Fett habe. Dass das irgendwie Auswirkungen hat, wenn du ein Protein komplett fehlt. Also eine, so ein Ding, dass da irgendwie deine Ausdauer schneller runtergeht. Bestimmt. Das bei dem Spiel. So, dann kann ich dich weghauen. Und dann lege ich mich mal kurz hin, bevor ich zum Schlafen. So, ich gehe mal ein paar Minütchen mich aufs Ohr hauen. Ja. Mich ausruhen. Ach ja. Also das Spiel ist schon geil. Also irgendwie gefällt es mir sehr, sehr gut. Aber es ist wirklich schon, ich sag mal, anstrengend schwer. Weil Fett ist momentan mein größtes Problem, muss ich sagen. Ja. Okay, ich glaube, ich schlaf durch. So, durchgeschlafen. Was sagen meine... es geht. Hier habe ich natürlich jetzt kein Wasser, aber ich könnte eventuell dieses Wasser trinken. Aber zuerst mal gehe ich schnell gucken. Sind meine Pilze noch alle gut? Die wäre noch gut. Den da kann ich verdorben, zerstören, bestätigen. Gleich immer alles, was verdorben ist, gleich zerstören. Nicht, dass ich es aus Versehen mal nehme. Unsicher. Ich trinke mal draus. Hat funktioniert. Oh, und da wären... Leg mich auch mal kurz hin.
Oh, ich will da anscheinend mal. Dann muss ich die da mal ausnahmsweise auf die Seite legen. Wieder. Und dann muss ich da nochmal so ein Ding craften. Crafting. 1, 2. Malerstock, glaube ich, was? Nein. Ach, ein langer Stock war das noch, ne? Aber da hatte ich ja irgendwo einen. Oben, hier. Herstellen. 1, 2 und ein Seil. Herstellen. Genau, perfekt. Essen. Ich habe Fisch gefangen. Wie hast du das gemacht? Kein Platz im Rucksack? Kein blassen Rucksack. Mann. Ich habe hier so viel Platz, ehrlich. So viel Platz. Ich verstehe nicht, was der da immer hat. Und kein Platz im Rucksack. Okay, dann schmeiße ich alle weg jetzt. So. Ah, ich leg dich da hin. Ah, nee, das ist doof. Hier. Ja, hier ist auch doof. Hier ist gut. Federn. So viele Federn. Herstellen. So, okay. Ne, brauche ich jetzt nicht. Die kann ich da vielleicht mitstapeln oder sowas? Nein. Das brauche ich jetzt auch nicht gerade. Weiß nicht, verbraucht man eigentlich die Knochennadel, wenn man die verwendet? Keine Ahnung. Weiß ich nämlich auch nicht so ganz. So. Kohle kann ich mir auch noch dahin schieben. Jetzt muss ich doch diesen Platz im Rucksack haben. Na? Wo war das denn jetzt? Scheiße, jetzt ist es, glaube ich, weg. Nein. Aber ich habe jetzt einen Fisch bei der Nahrung? Das verstehe ich am allerwenigsten. Fisch doch gehört doch zur Nahrung, oder? Ja, wahrscheinlich musst du ihn erst auch eben häuten. Ach, da ist er. Sammeln. Eier. Oh, da kriegt man Fischkreten. Dann... trinke ich das mal. Sammeln. Dann kann ich das essen, weil das bringt Fett. Essen. Essen. So, mit rechter Maustaste kannst du die Sachen drehen, sehe ich gerade. So. Hallo? Hallo? Ja, genau. Perfekt. Kann man da mal ein Feuerchen machen? Ach, das war hier. Nutzen. Dem da. Ja, was, warum hat er jetzt geflucht? Anzünden. Und dann lege ich da mal mein Fischlein drauf. Schauen wir mal, was das bringt. Lagerfeuer, Asche, aha. Das kannst du, glaube ich, irgendwo habe ich mal gelesen, dass du die Asche brauchst. Ja. Die kannst du für irgendwelche andere Wunden.
nutzen. Nee, nee. Ich hab grad, probier grad diesen Lehmmischer aus. Um Lehmziegel herzustellen. Okay, hast du das gebaut oder wie? Ja. Lass ich halt schnell das Feuer ausbrennen. Pitchgräten, Tatsache, ehrlich. Heftig. Warte noch schnell, bis das Fischleinzeug da ist. So, gekocht. Essen. Oh, bringt 31 Proteine. Nice. Proteine habe ich voll. Dann brauche ich vielleicht noch ein bisschen was, was mir... Oh, das ist alles wieder verdorben hier. Zerstören. Bestätigen. 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 Also jetzt ist das Feuer ausgegangen. Okay. Achso, ja, weil es gerade regnet. Das nass ist, ja. Hm. Schön hier. Wirklich schön hier. Fällt mir. Oh, das sind Bananen. Perfekt. Die eine Banane lasse ich da noch dran. Eine essen. Dann habe ich da auch noch Kohlenhydrate. Essen. Perfekt. Na gut, dann schaue ich mal, dass ich wieder ein Dingschl baue. Ein Überdach. Eine Überdachung. Die war da oben, ne? Palmendach, Hütte. Bandrahmen. Bambusrahmen. Weiß ich gar nicht, was ist denn hier mehr? Ne, hier sind keine Bambus. Nehmen wir schon normalen Rahmen. Oh, wieder ganz schön groß hier. Ja. Oh ja, so ist gut. Wunderbar. Gut, das... Oh, der Mond. Sehe ich nicht. Ist bei mir nicht da. Schade. Mond hätte ich jetzt auch gern gesehen. Und dann schauen wir mal, dass wir hier ein paar Holzscheitel bekommen. Muss mich ausruhen. Chill mal. Wollen wir erstmal hier untersuchen. Blutigel, Blutigel, Blutigel. Haben wir nichts mehr? Ich glaube nicht. So. Gut. Kuh verlassen. Dann hauen wir da mal weiter. Kleiner Stock. Ich nehme mal alles mit, weil wir können alles gebrauchen. Stock. Langer Stock. Gut, das ist jetzt Blödsinn. Stock. Ah, sammeln. Ne, ich will den nicht aufheben. Ich wollte ihn sammeln, verdammt. Sammeln. Ah ne, ich brauche ja den langen Stecker, ne? Brauche ich ja dann noch. Muss ich ein bisschen drauf achten. Ich auch noch. Wie lange nehmen wir schon wieder auf? 44 Minuten.
mag aber noch die Hütte hier fertig kriegen. Den Unterstand. Sag ich mal. Ja. Muss mich ganz kurz hinlegen, weil sonst hat das keinen Sinn. Ich muss nur ganz kurz hinlegen. Nicht lange, sondern wir müssen dann eh bald schlafen gehen, weil es eh schon wieder um 9 ist. Aufwachen. Ich bin gerade unterwegs. Da hinten. Hoffentlich fällt das nicht runter. Ein bisschen blöd. Wenn es hier in die Schlucht fällt. Perfekt. Ja, gut. Fällt nicht in die Schlucht. Sehr gut. Ich brauche ich. Ich brauche ich. Kann ich jetzt die lange eigentlich auch da nehmen? Nee, schade. Schade, dass er nicht beides gleichzeitig nehmen kann. Diese Viecher. Welche Viecher denn? Also, so kleinere Schweine sind das. Was machen die? Ja, ich will die ganze Zeit eben fangen, also jagen, aber du triffst sie mit dem Speer und sie überleben das. Okay. Und jetzt finde ich meinen Speer nicht. Da ist noch ein langer. Langer. Und da ist noch einer. Da ist doch noch einer. Perfekt. Mit einmal alle vier langen Stecker. So. 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 Und. So. Jetzt die Seile. Eins. Zwei. Drei. Okay. Vier. Alles klar. Mhm. Die, wenn du die Tiere mit dem Speer triffst, dann sterben die irgendwann von selber dann. Es wäre ein Banane. Ja, komm, mach mal Banane. Ja, mach mal Banane. Bananendach. Bananendach. Da waren die Dächer. So. Ja, ich weiß. Komm schon. Die würde ich noch gerne mitnehmen. Halt durch, bitte nicht und macht fallen, das unterschätze ich immer ein bisschen. Oh, schnell, 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 schnell. Oh, das war knapp. Ui. Ecco mio. So, das reicht. So, dann holen wir noch die restlichen Bananenblätter. Ja, war noch hier, oder? Sind die runtergefallen? Ach da. Und nur noch einer? Nee, das kann nicht sein. Ja, dann schmeiße ich die mal hier hin und hol mal hier die nächsten. So, perfekt. Oh, meine eigene Siedlung. Ich wollte einfach nur weg von dir. Das ist der Grund, warum ich hier... Ja, ich merke schon. Ey, hier ist es wirklich so schön. Wenn du das siehst, dann weißt du, was ich meine. Warum ich hier unbedingt siedeln wollte. Das reicht immer noch nicht. Das wirst du dann schon verstehen, sage ich. Du könntest ja einfach auch mal mich holen. Ja, ich mag hier erstmal. Ach da. Nicht reichen die zwei jetzt noch. Ich weiß nicht, wie viel ich noch brauche. Ich wollte hier erstmal, bevor. Weil ich wäre ja sonst nicht mehr zurückgekommen. Und so. Deswegen musste ich ja ein Lagerfeuer bauen und schlafen. Damit ich was essen kann und mich ausruhen kann. Und jetzt dachte ich mir mal, speichere ich noch, bevor ich losrenne. Ich dachte jetzt nicht, dass das jetzt echt nicht ausgereicht hat.
Sind echt noch Bananen hier. Am Dachs. Komm schon. Jetzt, komm. Die reichen aus. Ah, perfekt. Leg ich die mal auf die Seite. So. Dann speichere ich einfach mal. Perfekt. Jetzt lege ich mich schlafen. Und wenn du willst, könntest du dich auch schlafen legen, weil dann könnte man mal wieder durchschlafen. Es ist eh gerade mitten in der Nacht. Dann wachen wir in der Früh auf. Und wehe, du legst dich über eine Hängematte. Ich sag's dir, das ist mein Bett. Ich leg schon eine Hängematte. Mensch. Außerdem, du willst, du wohnst da eh nicht mehr. Bist ausgezogen. Alter, sieht das geil aus. Boah, so ein Morgen immer. Boah, nice. Richtig nice. Boah, holy shit. Was sagen meine Werte? Alles gut, ein bisschen Wasser könnte ich saufen. Würde ich am liebsten dahin tun, weil, wie gesagt, nicht unterm Dach stehen. So, perfekt. Prinzipiell geht's mir gut. Ich habe anscheinend irgendwie wieder irgendwas eingefangen. Deswegen muss ich mal kurz gucken. Wahrscheinlich wieder ein paar, ja, genau. Blöden. Mistviecher, aber ich glaube, das war nur auf den. Gut, dann schaue ich mal, dass ich hier irgendwo. Ich schreibe mir mal lieber aber sicherheitshalber mal die Koordinaten auf. Da, Kokosnuss. Koordinaten. Herstein. 45. West. 32. So, perfekt. Und? Hä? Hm? Jetzt ist meine Banane. Ich hab doch... leer. Oh. Ja. So. Boah, ja viel. So, dann komme ich mal zu dir. Schauen wir mal, ob ich hier wieder zurückfinde. Es war Uhr. Immer Richtung Westen war das doch eigentlich, oder? Die nehme ich mal mit. Ah, genau, da drüber. Und dann von hier aus war das doch immer Richtung... genau, Norden. Naja, das ist gar nicht mal so weit weg. Bananen. Boah, dann geht's hier entlang. Ich kenne mich hier schon voll aus. Hier wäre auch ein bisschen Matsch oder sowas. Genau, dann geht's hier hoch. Dann geht's am Fluss entlang. Über den Fluss drüber. Ah ja. Bananen, okay. Bananen. Ist das jetzt voll? Oh! Was? So, ich bin da. Lass mal gucken, wie schaut das hier aus? Okay, aber das braucht schon lange, um zu wachsen, ne? Holy moly. Ja. Banane, hast du hier was reingetan? Eigentlich? Nee, hatte ich nicht.
Dann können wir ja noch eine. Was wir denn noch machen? Was bringt denn die Frucht? Ich werde jetzt mal kurz speichern und mal gucken, was die Frucht bewirkt. Ich habe immer nur Angst wegen Frucht ausprobieren, damit ich mal gleich sterbe. Was hast denn du da schönes gebaut? Was ist denn das? Lehmziegelstein. Ach, dann musst du die Ziegelsteine erst machen, um was zu bauen. Ah, und Schatz, ich weiß, wie man dann Eisenbahn herstellt. Du kannst nämlich, wenn du darauf sammeln gehst, kriegst du eine leere Gussform. Das Eisenbahn, was? Also genau, Eisenbarren. Ja, ich habe jetzt an Eisenbahn gedacht, also an die Lokomotive. So. Ich tu mal sammeln. Ich tu mal noch mal ein paar, ich habe jetzt da mal, ich tu da noch eine Banane rein, ne? So, wo war das hier? Bananensamen. So. Genau, und dann esse ich jetzt mal die Frucht, schauen wir mal, was passiert. Ich will jetzt wissen, was die Frucht bewirkt. Ich habe drei von denen, die verbrauchen einfach stören. Ich kann die nur zerstören. Tja. Die getrocknet sind. Ja gut, dann bringen die mir eigentlich nichts, ne? Ja gut, dann habe ich einfach alle zerstört. Wurscht. Ja, wo ist denn das Lagerfeuer hin? Ja, da habe ich eben gerade die Asche gebraucht. So. Alter, so viel Kokosnüsse. Also bei der nächsten Kokosnuss vielleicht mal so einen Behälter bauen, dass wir Wasser mitnehmen können für die nächste Tour. Ja, ich nicht. Also bei der nächsten Kokosnuss vielleicht mal auch für mich dran denken. Das ist auch fertig. Wie schaut das mit Oh, geil. Brauche ich was? Jawohl. Nehme ich. Essen. Nein, hör auf zu hauen. Was ist das? Oh, geil. Na, eine Banane könnte ich noch futtern. Nice, also ich bin echt fast voll. Komplett. Oh, du hast ja haufenweise Knochen. Lol, geil. Pack das doch gleich. So, wie war das? Stock? Seil? Knochen herstellen. Und die blöde Axt, die hat eh nur eine Haltbarkeit von 7. Ja, ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, dass die besser ist. Glaube ich zumindest. Knochen wird besser sein wie Stein, oder? Nicht unbedingt. Ich hätte schon gesagt. Warte, Tagebuch. Knochenaxt. Axt. Weiß ich nicht. Das sind Knochenaxt hat eine Haltbarkeit von 29. Ich weiß jetzt nicht, was die Steinaxt hat. Müssen wir mal drauf achten vielleicht. Lagerfeuer. Trockengestell. Bambus-Trockengestell? So, das sieht einfach nur anders aus. Lehmkohleofen. Lehmschmiede. Ach, holy moly. Unbekannte Frucht. Wurm. Oh ja, beim Kochen geht's ganz schön voran hier. Was haben wir für Fallen? Haben wir eigentlich mal, sollen wir mal, wie schaut es mit der Käfigfalle aus? Die war doch hier, oder? Irgendwo. Ja. Hast du mal wieder was reingelaufen? Hast du mal nachgeguckt? Nee. Ja, also zu ist eine Wanderspinne. Na Gott sei Dank bin ich nicht hingegangen. Da reingelaufen. Ja, genau, wenn da eine Spinne nicht rauskommt, ist klar. Eine Wanderspinne. Interessant. Was bringt die mir jetzt? Das sieht echt ekelhaft aus. Erweitert. Und die pur essen. Boah, ich kann die Spinne essen. Können wir da mal das Lagerfeuer wieder bauen? Irgendwie.
Reines Feuer. Kleiner Stock. Brauch mal schnell Platz. Hab jetzt hier schon einen Turm gebaut. Was ist ein Turm? Ja, weil gerade keine. Ich hab gerade keinen Platz mehr, deswegen. Ja, was hat der Turm damit zu tun? Ich hab grad einfach nur mein Zeug rausgeschmissen aus dem Inventar. Ach so. Da können wir halt mal eine Kiste bauen. Bin ich doch gerade dabei. Ach so. Oh shit, ich habe keine Ausdauer mehr. Ich muss jetzt auch voll drauf achten. Ganz langsam zurückgehen. Ganz vorsichtig. Ja, nicht zu schnell. Das ist ein bisschen bescheuert. Ausdauer. Ja, und hinlegen. Dann musst du dich eigentlich nicht so oft hinlegen die ganze Zeit? Nee. Versteht es nicht. Ich muss mich so regelmäßig hinlegen. Die ganze Zeit meine Ausdauer weg ist. Krass. Ah, fertig. Oh, nice. Sollen wir da irgendwie... ist es schwer, jetzt so eine Kiste herzustellen oder geht's? Zwei Ziegelsteine, Haufen Stöcke und zweimal Feuerholz. Ja, kann man da... Soll man da Ordnung machen oder soll man da nur... Ja, wir ziehen doch dann eh um. So umziehen? Ja, nee, ja. Ja, gut. Wird jetzt beides genutzt immer so. So weit ist es gar nicht entfernt. Man kann ja... Mal hier, mal da, je nachdem, wo wir näher sind. Ich denke mal, ich gehe mal davon aus, dass wir auch mehrere Orte... Also, weil wir werden es nicht immer zurückschaffen. Oder wenn uns einfach mal ein Ort gefällt, dass wir da einfach mal... Wird gesagt, woanders siedeln und dann finden wir mal wieder was. Halt. So. Stock. Ach so, gut, Stöcke habe ich. Ja, dann machen wir es sammeln. 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 Ich, ja, genau. Und sammeln. Perfekt. So, und dann mach mal. Ich will wissen, was die Spinne bringt. Du bist jetzt nicht wirklich eine Spinne. Doch, ich will wissen, was die Spinne bringt. Achso, ich habe keinen Anzündler mehr. Ach, so ein Blödsinn. So ein Kack. Na, warte, ich mach schnell. Ich hab was. Ja, dann machen wir das Feuer an. Ich könnte zwar... Ich weiß nicht, ob man die getrocknete Blumen auch verwenden kann. So, Spider. Brasilianische Wanderspinne. Einfach immer wieder genug trinken, regelmäßig. Jetzt haben wir so viel Kokosnüsse hier, holy moly. So, trinken sollte nicht mehr ausgehen. Perfekto. Ja, Fett habe ich am... Also, Fett ist bei mir durchgehend leer. Wie schaut das bei dir eigentlich mit Fett aus? Wie kriegst du das Fett hin? Wie machst du das? Was isst du dafür? Pilze, Nüsse... Welche Pilze denn? Alle. Außer die giftigen da. Ja, oder welche Nüsse? Ich finde ja nichts was mit Fett. Oh, was ist hier? Die Exkremente. Essen. Gleich essen. Geil. Geil, aber wir müssen die Folge wieder beenden. Warte, ich tu noch schnell mein Fleisch drauflegen. Ja, ich komme eh zu dir. Und dann, wie die Spinne schmeckt, sehen wir... Ja, das sehen wir noch in der Folge. Schauen wir mal. Oder nee, ich tu's trocknen. Ja, trockne das mal. Fleisch trocknen bringt richtig was. Ich esse jetzt die Spinne. 4 Proteine hat's gebracht, aber geistige Gesundheit geht ihr mal rapide runter. Kann ich mir vorstellen. Ja, das kann ich auch nachvollziehen. Da bin ich voll bei dir. So, ich danke euch fürs Zuschauen und hoffentlich sehen wir uns dann in der dritten Folge. Und schauen wir mal, ich zeig der Firestar dann mal unseren schönen anderen Ort, den wunderschönen Anlagerort, wo ich war und angefangen habe zu bauen. Und dann würde ich sagen, dass wir vielleicht sogar mal weitergehen, vielleicht mal irgendwas finden
um neue Sachen freizuschalten. Mal eine, vielleicht eine Tour machen, eine kleine. Vielleicht mal zu zweit. Da hat man vielleicht dann mehr Chancen. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.